Das auch. Watte ist halt sehr Watte, ne? So, ich habe dahin gedrückt. Es kann sich nur um Stunden handeln. Ich hoffe, dass ich, wenn ich jetzt gleich die Map neu lade, es erstmal halt wieder sich so ein bisschen schlackert von irgendwelchen Errors. Was mich jetzt ein bisschen stutzig macht, weil letzte Woche hatten wir dieselbe Konfiguration und es gab nicht solche Probleme. Also ab einem gewissen Punkt nicht mehr, ab dem ich hier Liquor Knights Mobs rausgeschmissen habe. Minecraft, ne? Raketentechnologie. Kann es nur immer wieder betonen. Immer wieder herrlich. Immer wieder ein bisschen ätzend. Ja. Immer wieder toll. Ach man, Minecraft. Gut, starten wir dich halt per Hard Reset neu. Was muss, das muss. So. Und, naja, mal gucken. Irgendwann kriege ich diesen Fehler auch noch raus, was genau es ist. Weil du musst dich halt da tatsächlich erstmal einen Error-Log dafür vernünftig durchlesen. Nicht nur so überfliegen. Und kann ich auf Fehlersuche gehen und all sowas. Aber das ist halt auch wieder eine Zeit gebunden und all sowas. Und ihr wisst, wenn ich irgendwas nicht habe, dann ist es Zeit. Und Skill. Wenn ich Skill hätte, könnte ich die Zeit anhalten. Das sind Dinge, die niemals in Kraft treten werden. Ja. Okay, so. Dann wollen wir mal. Stunden später. So, wir sind wieder da. Ich mag das, dass Minecraft halt, ne, beim Start immer wieder so ein bisschen flüssig läuft und dann, naja, zunehmend nicht mehr. Also, das Letztere finde ich dann nicht mehr so prickelnd, aber naja, was soll's. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie ein Fehler ist, der damit zusammenhängt, dass derzeit keine Mobs spawnen. Weil eigentlich müssten halt Mobs spawnen, weil ich halt nicht auf friedlich gestellt habe. Aber aus unerfindlichem Grund einfach gerade kein Mob spawnen. Seitdem ich ja die Lücke an 1 Mobs Mod rausgeschmissen habe. Ja. Was ist das? Irgendwas, was ich nicht mitnehmen kann, das ist mir immer am liebsten. Erdscherbe. Aha. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich irgendwas habe, dann definitiv keine Ahnung. Was haben wir hier? Natürlich ein Cobble-Generator oder was? Da unten ist eine Mine. Ich will aber jetzt gar nicht in eine Mine. Was ist das? Was ist das? Och man, ich hab doch nicht so viel Inventarplatz, Leute. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das? Aluminiumbeere. Ach so. Ja klar, warum auch nicht, ne? Man braucht's ja sonst nicht. Hier ist Eisenschwert, komm mal weg. Aluminiumbeerenbusch. Ja, nee, ist klar. Klar. Metalle, die an Beeren wachsen. Ja, nee, ist klar. Das Blei kriege ich jetzt nicht mit. Ich will auch eigentlich nur Eisen. Wie viel Eisen habe ich denn? 31. Warum ist Eisen? Eisen, Eisen. Bin echt vorbereitet in die Höhle reingegangen, ne? Da ist wieder Blei. Das kann ich jetzt nicht mitnehmen, weil ich keinen Platz habe. Oh Mann, das ist doch ätzend. Hier ist so viel Zeug, was du mitnehmen willst und ich kann es nicht mitnehmen. Warum? Weil wegen keinem Platz. Ja. Ich glaube, heute Abend esse ich auch so ein paar Aluminiumbeeren mit Sahne. Ja. Ja.
Rucksack. Ja, aber für Rucksack brauche ich immer Fäden. Und für Fäden bräuchte ich immer Spinnen. Und die sind derzeit nicht da. Na, und ich bräuchte Zombiehände, damit ich da irgendwie Leder zusammenkriege, weil ich töte ja keine Kühe. Ja? Ich bin da ja nicht so. Ne? Aber wir haben zumindest schon mal ein bisschen Eisen. Mit dem bisschen Eisen können wir schon mal ein bisschen vorankommen. Rede ich mir ein. So, so, hauen wir halt erstmal das bisschen Eisen jetzt hier irgendwie in den Ofen. Sobald wir halt irgendwie mal wieder in unserem neuen Zuhause ankommen. Nebenbei sei natürlich halt auch nochmal gesagt, das, was wir hier alles aufbauen, ne? Das nehmen wir natürlich halt irgendwie auch wieder mit, ja? Mit nach Hause. Aber halt auch erst, wenn ich meine, jo, wir haben jetzt hier soweit ausgetestet im Testgelände, ne? Dann können wir das mitnehmen. Oder, ja, wir bauen das ja sowieso. Ich teste das ja quasi hier aus, um das dann später im Industriegebiet dann vernünftig zu benutzen. Ne, ist ja hier Atom-Testgelände und so. Ne? Ist ein bisschen wie war es Nordkorea mit Kim Jong-un oder war es Südkorea? Ich kann die beiden nie auseinanderleiten. Jedenfalls, ne, er hat ja auch sein Atombomben-Testgelände. So ähnlich ist es hier mit auch mit meinen Reaktoren und sowas, die später noch kommen werden. Ach ja, ach ja. Hm. Ist mehr als ein Stack technisch gesehen, sollte genug sein, ja, hoffe ich auch. So, natürlich ist es wieder Nacht geworden. Weil wegen kann man ja mal machen. Ach ja, ich hoffe, es ist nicht mehr so weit. Wobei es sind noch über 1000 Blöcke, weil mir halt der Punkt hier noch nicht angezeigt wird, meine ich, ne? Was ist denn da? Achso, Pferde. Ich dachte, ist jetzt eine große Walpurgisnacht oder so. Aber nein. Jetzt gibt es ja so viele neue Erze, das ist ja der Wahnsinn. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, mal gucken. Trifft sich Stunden später. Komme ich auch mal irgendwann an, hoffe ich. Also wirklich trifft sich Stunden. Und sonst so, geht's euch gut? Was beschäftigt euch so? Worüber kann ich mal reden? Ich meine, ich bin, ne? Ich habe keine Ahnung vom Reden, aber, ne? Worüber kann ich mal reden mit Menschen? Oder zu Menschen? Müsste jetzt eigentlich nicht mehr so weit sein, hoffe ich. Ich hoffe es sehr. Bin neugierig, was Let's Battle und dein Game angeht. Ja, beides hängt halt, ne, von meiner Zeit ab. Tatsächlich. Sowohl, ne, die Weiterführung der Let's Battle, als auch mein Spiel. Inferno Knights. Ich kann halt an beiden nur arbeiten, wenn ich Zeit habe. Ja, und ich sehe halt so, dass ich am Spiel halt mindestens einmal im Monat halt ein bisschen dran werkeln kann. So für, keine Ahnung, 4 bis 5 Stunden. Das kann ich tatsächlich bisher halt eigentlich immer einhalten. Ja, aber dementsprechend kannst du dir halt auch so grob auskalkulieren, wie lange das manchmal auch echt dauert, bis du da überhaupt irgendwie was machen kannst. Ne, weil wenn du dann halt nicht ganz so viel Zeit hast, ja, ist halt schon eine Sache. Und ja, Let's Battle, genau dasselbe Thema. Ne, dadurch, dass ich halt ein verdammter Perfektionist bin und ich, ne, Dinge halt zumindest so haben will, dass ich damit zufrieden bin und es einigermaßen so umgesetzt habe, dass ich damit sagen kann, jo, ne, so in etwa will ich das haben, zieht sich das alles immer so in die Länge. Und das ist natürlich ätzend, ne, aber ne,
Ist halt so eine Sache. Aber was soll's. So, einmal ganz kurz hauen wir jetzt hier auf den elektrischen Ofen Holz. Jede Menge Holz. So, dann kommt hier in den Zerkleinerer schon mal das Eisenerz rein. So, dann soll sich das erstmal hier vor sich hin brutzeln. Ist so die grobe Überlegung. Dann machen wir mal ganz kurz hier ein bisschen das Inventar leer. Es tut mir leid für dich, dass du so wenig Zeit hast. Es muss dir nicht leid tun. Es ist halt, ne? Die größte Zeit frisst halt tatsächlich Schlafen und Arbeit. Mehr Arbeit, leider. Also was ich halt an Stunden aufwende in der Woche fürs Zocken, steht mit den Stunden, die ich aufwende in der Woche fürs Arbeiten, in gar keinem Verhältnis. Ja? Was hältst du eigentlich vom RPG Maker? Der RPG Maker ist in heutiger Sicht durchaus ein sehr nettes Tool, mit dem du sehr viele Dinge halt tatsächlich erstellen kannst. Also tatsächlich auch qualitativ hochwertige Dinge. Ja? Also wenn du das dann so vergleichst, so damals mit RPG Maker XP hieß es, glaube ich, das kannst du nicht mehr vergleichen. Das ist was ganz anderes. Ne? Und ja, also der RPG Maker ist etwas, mit dem liebäugle ich auch, wenn ich habe ja mehrere Dinge im Kopf. Ja, und wenn ich irgendwann mal mit Inferno Knights fertig bin, dann würde ich tatsächlich was mit dem RPG Maker machen. Irgendwann. Aber, ne, das steht erstmal noch weiter in der Zukunft, da mache ich mir auch gar nicht so einen großen Gedanken drum. Das will ich halt dann machen, wenn ich sagen kann, ja, Inferno Knights ist it's done. Ja, und das Problem bei Inferno Knights bei mir ist halt, dass ich immer und immer wieder neue Ideen habe, die ich umsetzen will, verwirklichen will. Und dann fällt mir hier noch was ein, das könnte ich machen und da nochmal was, ne. Es wird vielleicht auch too much, ja, will ich gar nicht bestreiten, aber ich will es drin haben. Einfach weil ich es kann. Spielst du Nintendo-Spiele gespielt? Hast welche? Was? Wo ist da ein richtiger Satz? Wo ist ein richtiger Satz? Na? Wenn man mal überlegt, dass To the Moon mit dem RPG Maker erstellt wurde. Ja, das ist zum Beispiel halt auch ein sehr positives Beispiel. Oder halt auch, was ich hier gespielt hatte, hier Lonely. Das ist ja auch, ne? Sehr gutes RPG Maker Spiel geworden, wie ich finde. Wobei man halt nur bedingt ansieht, dass es halt wirklich RPG Maker ist, weil es ist halt nicht RPG Maker wie, keine Ahnung, hier irgendwelche Rollenspiele alte Final Fantasies oder etwas in der Richtung oder wie sie nicht alle heißen, ne? Fantasy Star oder sowas. Sondern es ist halt, ja, du hast halt diese RPG-Maker-Grafik, aber du hast halt nicht so dieses Kampfsystem wie in Hast du nicht gesehen, sondern ja, halt was halt dafür eher untypisch ist. Und sowas kannst du halt tatsächlich damit erstellen. Und das finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ne? So. Ach schön, da haben wir gar nicht das Eisenerz, das ist ja schon mal schön. Könnten wir eigentlich hier schon mal einen Ofen hauen, lassen wir aber erstmal noch. Winziges Häufchen Eisenstaub. Da können wir noch mal ein paar dazu packen. Und das hier durch ist, dann holen wir da das Eisen rein. In der Zeit machen wir hier mal eben schnell. Wir reparieren mal das Ding hier. Weil das ist so ein Ding, weißt du, das kannst du so nicht anbieten. Das geht ja mal gar nicht. Ne? Und zur Frage, ob ich Nintendo-Spiele spiele, du weißt schon, dass derzeit Zelda auf dem Kanal läuft. Nur mal grob gefragt. Ne? Zelda ist ja bekanntlicherweise auch ein Nintendo-Spiel. Oder kannst auch mal durch die Let's Play-Liste gucken. Also halt bei mir auf dem Blog, die ist übersichtlicher. Es gibt da zahlreiche Nintendo-Spiele, die ich bereits gespielt habe. Ja. Also ja. Ja. Es besteht bereits auch ein vollständiges Let's Play zu Zelda Breath of the Wild. Das allerdings halt erst Ende 2018 auf dem